Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Anscheinend hat die Reduzierung der Gäste etwas bewirkt, denn der Eingangsbereich ist jetzt auf jeden Fall so leer wie noch nie und die Gäste kommen viel, viel besser durch. Das heißt, die Leute, die Gäste, die hier die Tiere gucken wollten, kamen nämlich teilweise nicht mehr durch, weil hier alles zugestellt war. Und in der letzten Folge, gegen Ende, ist mir was aufgefallen. Wir müssen im Startthemenbereich noch ein klein bisschen was ändern. Nichts Gravierendes, sondern wir müssen einfach nur einen Geldautomat noch dem Arbeitsbereich hinzufügen. Das ist mir nämlich vorhin noch aufgefallen. Warte mal, pass auf, wir gehen mal ganz kurz in den Startthemenbereich. So, und da sehen wir nämlich, dass dieser Geldautomat, guck mal hier, der Geldautomat ist in Rot. Warum sind denn diese Tore auch in Rot? Kann man die auch da hinzufügen? Oh, die kann man auch hinzufügen. Müssen die gewartet und repariert werden? Oder was ist damit? Weil wenn die kaputt gehen, kommen dann keine Leute mehr rein. Kurze Frage. Wir haben 3.673 Gäste noch im Park. Aktuell. Wir haben auf 3.000 reduziert. Ist ja klar, die verlassen jetzt allmählich den Park. Aber nicht, dass zu viele Leute nachher den Park verlassen und wir im Minus sind. Das wäre natürlich fatal und genau das Gegenteil, was ich eigentlich bewirken wollte. Aber der Eingangsbereich, Lecco Mio, der ist hier echt schön leer gefegt. Okay, hier hinten staut sich das ein bisschen, aber das ist normal, weil da halt alles Tiere sind. So. Dann würde ich gerne mich um das Gehege der Dingos kümmern, weil die Dingos brauchen natürlich noch einen Unterschlupf und die müssen erforscht werden. Da müssen wir uns natürlich auch noch drum kümmern. Das heißt, wir gehen zur Forschung und ich weiß natürlich nicht, welcher Mitarbeiter gerade im australischen Themenbereich da ist. Okay, Tier ist entkommen. Welches Tier? Ja, okay. Ja, okay. GG, würde ich sagen. Viel Spaß bei den Königstigern. Ich wünsche dir gutes Gelingen. Ich fange nicht mal direkt ein, weil dann ist das ein bisschen sicherer. Also die Holzkiste würde ich zwar nicht davor schützen, aber wieso kamst du denn durch die Mauer? Ich nenne dich... du bist ein Weibchen. Ich hätte dich David Copperfield sonst genannt. Ja, weil das war jetzt echt... Habe ich so noch nie erlebt. Also durch die Mauer habe ich noch nie erlebt. Also unten drunter, ja, okay, ne, wenn irgendwie so ein Schlupfloch ist, kann ich das noch nachvollziehen. Aber durch die Mauer, das war jetzt auch neu für mich. So, Dingos. Junge, oh, was ist denn hier los, ey? Okay, hier muss auf jeden Fall gefegt werden. Dingos. Wir gucken mal ganz kurz, wer ist denn jetzt, welcher Mitarbeiter, welche... Tierärztin ist denn im Dingo-Bereich zuständig? Australien. Tristan, okay, alles klar. So, Tristan wird jetzt die Dingos erforschen. Wie eine Erforschung? Dingos. Tristan, da. So, Tristan wird die Dingos erforschen. Den Rest hatten wir ja, Koalas und so weiter und so fort. So, dann brauchen wir Gehege für die Dingos. Dann gucken wir mal. Filterart Dingo, da haben wir sie. Und wir hätten so eine Holzhütte, die würde eigentlich gehen. Koala Kletter Alpha. Mein Gott, ey, schweres Wort. Ja, oder wir setzen die hier hin. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Um ehrlich zu sein, finde ich das noch nicht mal so verkehrt. Weil wenn wir die jetzt hier hinsetzen würden... Ich glaube, das machen wir. Warte, die drehen wir aber noch ein bisschen. Ich würde sagen, die drehen wir hier hin, in diese Richtung. Oder, ja, der Rest ist überall Glas, da macht das keinen Sinn. Aber hier an der Mauer würde das Sinn machen. Das heißt, hier setzen wir die Dingo-Aufenthaltszentrale hin. Aber ich habe die jetzt extra gedreht, weil, pass auf, wenn die Leute nämlich hier durchgucken, mein Hund ist gerade am Bellen, die gucken hier hin. Ne, dann ist auf jeden Fall ein Sichtschutz für die gewährleistet. Heißt, die haben da auch einen Rückzugsort. Wir brauchen aber eine Schlafmöglichkeit. So, die würde da... warte mal, vielleicht können wir... Doch, die ist okay. Ich war am Überlegen, ob wir vielleicht eine kleinere oder größere... Nee, wir lassen die. So, den Futtersack setzen wir da hin. Das ist eine gute Sache. Dann die Blutspur setzen wir auch hier hin. Hundeball. Ja... Kauspielzeug, ja, ist so bunt, ne, aber ist okay, das setzen wir hier hin, dann brauchen wir Wasserbecken, brauchen die Wasser? Nee, oder, die brauchen auch kein Wasser, also, Wasserbecken, ist das zum Abkühlen oder wofür ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Können die da den Freischwimmer machen, den Delfin? Oder ist das jetzt nur zum Trinken?
Ich setze das mal hier hin. Und die altbekannte Wasserleitung würde ich dann gerne... setzen wir hier hin. Setzen... Nee, hier setzen wir die. So, und Essenstableau. Wasserschüssel groß. Wasserbecken. Wasserbecken kannte ich tatsächlich noch nicht. Oh, was ist das? Rotationsfutterspender. Oh, das klingt gut. Das nehmen wir auch noch. Wir nehmen alles, was wir hier so kriegen können. Ne, das setzen wir hier hin. Und was brauchen wir noch? Eisklumpen? Nee. Futterspender, Bambus? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ich war jetzt noch am Überlegen. Ein Futtertableau. Essenstableau groß. Komm. Das setzen wir hier hin. So. Dann seid ihr auf jeden Fall... Alter, 100%. 100%. Qualität der Nahrung? Ja, ich kann leider noch nicht auf Stufe 2 setzen. Sonst, ne, ihr bekommt natürlich hier auch Stufe 2 Fressen. Ist ja ganz klar. So, Bepflanzung brauchen wir nicht. Die brauchen keine Bepflanzung. Really? Okay, wir gucken trotzdem mal nach. Ozeanien. So, dann schauen wir mal nach. Kontinent Ozeanien. Und dann haben wir Graslandschaft und Wüste. Graslandschaft und Wüste. So, Graslandschaft und Wüste. Was hätten wir denn da im Angebot? Ja, eher so Sträucher und sowas, ne? Ein paar können wir doch hier hinsetzen. Also ein paar würden, glaube ich, nicht schaden. Also ist nicht besonders viel Auswahl, ne? Ist nicht besonders viel Auswahl. Ich bin gerade nur so am Gucken, was wir hier nehmen, was wir hier hinsetzen könnten. Ein bisschen Grün muss ich ja schon hier platzieren. Also ganz ohne... Oh, der Eukalyptusbaum, der geht. Das ist gut. Eukalyptusbaum finde ich sensationell. Ich finde den so hässlich, ne? Das sieht echt aus wie so ein... Nee. Ich kann die nicht setzen. So, Gummibaum. Dann machen wir den nämlich wieder weg. Weil ich glaube, ich habe meine Sachen schon wieder gefunden. Weil dann würde ich nämlich Gummibaum und Eukalyptusbaum nehmen. Ist, glaube ich, eine gute Sache. So, setzen wir da noch einen hin. Und den großen würde ich gerne hier nochmal einmal setzen. Aber ein bisschen drehen natürlich. So. Und, weil die brauchen ja auch Schatten hier. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Die brauchen einfach Schatten. Viele Gäste denken, dass die Gäste... Oh, echt? Okay, dann machen wir hier auf 2. Lässt sich nicht auf 52 gehen. 52 und ich würde sagen 26. Ne? Kinder habe ich ja gesagt, immer die Hälfte. Da bleibe ich auch bei. Und Korkholzbaum. Ne, also der geht voll unter hier. Der geht voll unter. Ah, warte mal, die haben wir ja da schon gesetzt, ne? Die haben wir ja da schon. Heißt, ich würde die jetzt zum Beispiel hier hinsetzen. Da kommt natürlich noch Felsen und alles. Das wird natürlich hier noch platziert. Aber ich setze jetzt erstmal so ein bisschen Grün hier hin, damit die wenigstens ein bisschen Grün haben. Und den würde ich dann gerne hier hinsetzen. So, hier vorne... Ja, ich guck mal, ob wir da vielleicht so einen kleinen Eukalyptusbaum haben. Den, ne? Habe ich den jetzt genauso gedreht wie den anderen? Habe ich den jetzt gleich gedreht? Nee. Nee, habe ich nicht. Okay. Aber andersrum. Den tue ich weg. Dafür kommt dann hier so ein Geisterbaum hin. Ja, der macht sich gut. Ne, dann haben wir hier auf jeden Fall unterschiedliche Bäume. Und hier, das sieht auch ganz gut aus. Ja, ist okay. So, und wie fühlen die sich jetzt hier wohl? Wo haben wir sie denn? Die Dingos, da sind die Dingens. Und die Dingens fühlen sich sehr, sehr wohl hier. Qualität der Mahlzeit, ja, muss gerade erforscht werden. Aber wird. Das heißt, das Dingo-Gehege haben wir schon fertig. Ja, es kommen noch Steine. Ne? Es kommen auf jeden Fall noch Steine. Oh, Spendenbüchsen. Das Wichtigste überhaupt. Spendenbüchsen. Spendenbüchsen. Wo haben wir sie denn? Spendenbüchsen. Und Informationstafeln brauchen wir. Spendendosen. Wo, hä? Ja, komm, wir suchen. Spenden. So.
ich will euch ja nicht abzocken, ne? Deswegen setze ich jetzt hier eine Spendendose hin. Komischerweise genau, zufälligerweise genau vor euch. Da kann ich aber nicht für. So, die andere würde ich dann... Sollen wir hier noch eine hinsetzen? Ja, ist jetzt die Frage, ne? Die Frage der Fragen. Ja, komm, wir setzen die jetzt erstmal hier hin. Wir können die ja immer noch woanders platzieren. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann können wir uns direkt um das Elefantengehege kümmern. Ne? Das wollte ich ja sowieso die ganze Zeit schon machen. Dann machen wir das jetzt auch mal direkt, weil wir sehr gut durchkamen. Dann nehmen wir hier Gelände, Pinsel, Gras kurz. Erstmal hier Rasenmähen. Erstmal hier Rasenmähen. So. Dann haben wir es. Ne? Dann machen wir hier noch ein bisschen Erde hin. So, überall noch ein bisschen Erde hin. So, Erde ist bei 33%. Ich weiß nicht, bis wie viel Prozent wir gehen können. Fels haben wir auch noch ein bisschen Möglichkeit. Ne, dann können wir hier vielleicht noch ein paar Felsen hinmachen. Und Bäume. So. Jetzt müssen wir gucken. Ich würde gerne so einen Baum hier hinsetzen. Dann den Baum würde ich gerne hier hinsetzen. Warte mal, Apfelmangrove 1, 2, 3. Okay, 3. Wo haben wir die 1? Wo ist die Nummer 1? Wer ist die Nummer 1 hier? 3. Da ist wahrscheinlich die 1, ne? Ja, ist 1. Okay. Ist auch ein wunderschöner Baum, den man vielleicht nicht so oft platzieren sollte. Dann würde ich lieber den hier gerne nochmal platzieren und... den hier und da setzen wir hier nochmal einen hin. So, das reicht dann aber auch an Bepflanzung, ne? Ja, reicht. Okay, da haben wir auch alles im grünen Bereich. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Okay, dann können die nämlich hier planschen. Oh, wunderbar. Obwohl, wir könnten theoretisch hier noch... Soll man da noch was hinsetzen? Nee, ne? Sehe ich auch nicht so. Aber wir brauchen hier... Nee, das bleibt so. Weil da kommen nämlich Felsen vor. Macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. So, Dingo ist immer noch nicht verlegt worden. Ist ja zum Ausrasten hier. So, Verlegung ist geplant. Chief Beef lange ohne Verkäufer. Oh. Warte mal, das ist der afrikanische Themenbereich, ne? Haben wir im afrikanischen Themenbereich keine Verkäufer? Warte mal, ich hatte doch auch noch einen Tierpflegel eingestellt. Den würde ich gerne erstmal weiterbilden. So. Und den bilden wir weiter. Waren jetzt 2, aber ich habe 3 eingestellt, oder? Sehe ich das falsch? Nö, sehe ich nicht falsch. So, dann haben wir hier, können wir auf jeden Fall fortbilden. Sicherheitsdienst. Na. Oder sollen wir einen Sicherheitsbeamten hier laufen lassen? So, Arbeitsbereich. Warte mal, Arbeitsbereich. Ich meine das Afrika. Ist das Afrika oder ist das Durchgang Afrika? Oh. Arbeitsbereich Afrika. Warte mal, wo haben wir denn Bereich Afrika? Bereich Afrika, so. In diesem Arbeitsbereich, ja. Aber war das vielleicht auch im Bereich Durchgang? Was sagen denn meine... Warte mal, Arbeitsbereich... Afrika. Da. So, dann schauen wir mal, welche Mitarbeiter wir hier haben. Verkäufer haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Verkäufer für
6 Buden. Richtig? Boah, das ist aber ein bisschen wenig, ne? Was haben wir denn da gemacht? Nochmal kurz durchzählen. Also, das kommt mir echt sehr, sehr wenig vor. 3, 6. Tatsache. Wir brauchen 9 Mitarbeiter. Verkäufer. 2 Stück. 1, 2. So. Habe ich den jetzt so abgesetzt? Nee, Gott sei Dank. So, dann lassen wir die mal ganz kurz fallen. Und dann sagen wir nämlich jetzt hier Arbeitsbereich Afrika, Bereich Arktis, Bereich Afrika. Haben wir doch. So, und der andere ist er hier. Versucht sich gerade so ein bisschen zu verstecken. Ne, gelingt ihm aber nicht. Dann haben wir hier Bereich Afrika, Bereich Afrika. So, haben wir. Gut. Australien hat 3 Verkäufer. Ist auch ein bisschen wenig. Da brauchen wir eigentlich 4. Das heißt, da gucken wir auch mal ganz kurz nach. Genau, 3 Verkäufer. Ne, wir haben 4 Verkäufer. 4 Verkäufer ist gut. Ne, weil wir haben 3 Buden. Einer ist immer in Reserve, ein Springer. Das ist in Ordnung. So. Sehr schön. Hey, wir haben heute echt viel geschafft schon. Wir haben schon brutal viel geschafft. So, zu viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Immer noch? Nein. Gehegesauberkeit, schwarz. Wow! Die Fliege wieder. Pass auf. Techniker rufen, Tierpfleger rufen. Und vor allem müssen wir da mal ein bisschen aussortieren. Bei dem Warzenschwein. Warzenschwein. Oh, Grizzly Bear, Pause. Warzenschweine. Warzenschweine. Was haben wir denn da? Kann weg, weg, weg. 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 Ne, Quatsch. Weg. Weg, weg, weg. Oh, ey, das wären aber sehr viele Wegs. Oh, das wären sehr viele Wegs. Ne, dann haben wir jetzt da auf jeden Fall, sie kann auch weg. Dann haben wir nämlich jetzt hier 1, 2, 3. Ne, eine müssen wir halten. Dann halten wir sie doch. So. Mindestens ein Tier kann nicht freigelassen werden. Weil trächtig. Ja gut, eins ist jetzt nicht so tragisch, aber das sind mal eben 16 Tiere, ne? Darf man ja nicht vergessen. So, dann wollte ich mal ganz kurz nachgucken bei dem Essen. Da kann ich noch nichts einstellen beim Dingo. Okay. Gehege, laufende Kosten, Löwe. Ja, aber Löwe und Eisbär. Eisbär, 5 Stück. Okay, haben wir denn zu viele Eisbären? Eisbär. Was haben wir denn da? Da kann ich nichts freilassen. Das ist das Problem. Ne, ich kann nicht freilassen. Und ab 5 Jahren, glaube ich, sind die erst erwachsen. Oder? Ja, noch ein bisschen später sogar. Da kann ich nichts machen. Und der westafrikanische Löwe, sehe ich auch kein Potenzial. Weil da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon nachgeguckt. Ja, sind 4 Weibchen. Da müssen wir warten. Also kommt auf jeden Fall was nach, aber das dauert. Und das Dauern ist natürlich sehr teuer. Afrikanischer Elefant schlägt auch hoch zu Buche. Ja, afrikanischer Elefant. Afrika Großgehege. Ja gut, da sind sehr, sehr, sehr viele Tiere drin, ne? Das ist ganz klar. Aber ja. Also, das passt nicht so ganz. Guck mal, wir haben hier westafrikanischer Löwe. Erwartetes, ne? 29.000. Und hier steht 52.000. Laufende Kosten. Also, ja, Reparaturkosten wahrscheinlich, könnte sein. Afrikanischer Elefant. Können wir auch mal ganz kurz nachgucken. Wobei ich nicht glaube. Warte, können wir lieber zumachen, dann wieder neu aufmachen. Afrikanischer Elefant. Ach, der haben wir doch hier oben. So, 49 Jahre. Ist das schon alt? Oh ja, das ist sehr alt. Das heißt, können wir freilassen? Können wir freilassen? Und da hätten wir. Ja, gute Werte.
Deswegen, ne, lassen wir die beiden frei. Sehr schön. So. Ja, heute haben wir echt viel geschafft. Alles geschafft, was ich mir vorgenommen hatte für die letzten paar Folgen. Naja, Dingo-Gehege fertig. Elefanten-Gehege fertig. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.